Hallo zusammen und willkommen zu meinem Monatsupdate Januar 2020. Ich werde dieses Mal das ein bisschen anders gestalten und zwar stelle ich euch hier alles vor, was in die Sammlung kam im Januar. Doch diesmal habe ich ja ein Mystery-Paket bekommen von David und Andrea. Vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal. Ja, ich habe mich richtig gefreut. Ein paar Titel habe ich auch schon gesehen. Aber das möchte ich hier jetzt nicht alles nochmal in die Kamera halten, denn da habe ich ja schon mal ein extra Video gemacht und das dauert über eine Stunde, glaube ich. Also eine Stunde auf jeden Fall. Und das möchte ich hier eigentlich jetzt nicht mehr reinpacken, weil das wird dann den Rahmen sprengen. Ich habe hier so oder so schon viel zu viel hier liegen. Deshalb guckt auf meinem Kanal nach dem Mystery-Paket oder packe ich es unten in die Videobeschreibung und da könnt ihr euch ansehen, was die beiden mir geschickt haben. Aber ich habe ja auch noch zwei andere Pakete bekommen, die packe ich rein, weil das geht ganz schnell. Ja, und dann geht's weiter. Und zwar hat der Movie Picker mir zwei Filme geschickt, und zwar Dance of the Demon 1 und Dance of the Demons 2. Wer auf Dämonenfilme steht, viel Splatter und der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ich fand die richtig, richtig mega genial. Auch die ganzen Handmade-Effekte, die kommen heute immer noch mega rüber. Also Dance of the Demon 1 und 2 lohnt sich auf jeden Fall. Danke, Olli, dafür nochmal. Dann habe ich ein kleines Mystery-Paket bekommen gehabt vom Filmangler, auch hier liebe Grüße gehen raus. Und dann hat er als kleines Gimmick eine VHS mit reingepackt. Und dann hat er mir reingepackt Daddy's Little Girl. Habe ich noch nicht gesehen. Kann ich also noch gar nichts zu sagen. Dann hat er mir reingelegt Gamera. Frankensteins Monster aus dem Eis. Das ist der erste Gamera-Teil, aber auch den habe ich noch nicht gesehen. Dann der letzte Atemzug. Kann ich aber auch nichts zu sagen. Und dann hat er mir das Mediabook zu The Bunny Game reingelegt. Und den fand ich ganz okay. Ja? Habe ich extra Video gemacht. Auch einfach mal reinschalten. Ja. Dann hat der liebe Patrick, der Filmangler, mir auf der Filmbörse Neuss letzten Jahres dieses schöne Steelbook, Pop Art Steelbook mitgebracht. Habe ich euch ja schon mal gezeigt, aber ich konnte ihn einfach nicht alleine lassen. Deshalb habe ich mir noch Teil 2 geholt in diesem schönen Steelbook. Und das Reboot auch noch dazu. Habe ich beide gesehen. Kommt auf jeden Fall noch ein kleines Video dazu. Das wird irgendwann, mal gucken, ob ich die Woche schaffe. Kommt das auf jeden Fall. Dann ein kleines Update noch vom letzten Jahr, was es nicht ins letzte Video geschafft hat. Und zwar Wall-E, ein kleiner süßer Pixar Science Fiction Film. Mega genial, der Film. Und dann hat meine Freundin noch zu Weihnachten bekommen Go Trubby Go Teil 1 und 2. Ja, die sind eigentlich ganz lustig. Man muss halt nur, da ist nicht wirklich deutscher Ton drauf. Ja, wenn man es versteht, ist super. So. Und jetzt kommt alles Mögliche, was ich mir so noch irgendwie geholt habe. Und zwar fangen wir oben an. Ja, Last Action Hero mit Schwarzenegger. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen gehabt. Muss sagen, also hier für ein, ja, ich will nicht Kinderfilm sagen, aber für einen Kinderfilm, der ist ab 12 Jahren freigegeben. Super Action.
Hat mir persönlich gut gefallen. Dann hatten wir eine Aktion bei Amazon. Kaufe 3, bezahle 2. Und dann stand da noch Porto. Brauchst noch 1 Cent, um irgendwie Porto zu bekommen. Und dann habe ich mir halt noch einen Film mitgenommen. Und zwar also hier einmal Ratatouille. Ja, auch ein Mega-Film von Pixar. Richtig, richtig geil. Und dann einmal Findet Nemo und Findet Dory. Das sind irgendwie jetzt, keine Ahnung, irgendwie so Neuauflagen oder sowas. Mit so einem schönen Schuber dabei. Hup. Und dann hat man hier das Originalcover oder sowas. Und hier auch. Hup. Ja. Ich mag die Schuber. Ja, und hier war es. Die kosten, glaube ich, 8,99 oder sowas. Oder 9,99. Ich glaube, 8,99. Und einer war dann umsonst. Und dann habe, ja, dann hieß es, bezahlt 2,99, 3,99 Porto. Ich weiß nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht, nee, komm, legst du noch einen rein, damit der Porto sparst. Habe ich mir Pulp Fiction mit reingelegt. Der war bei Amazon jetzt für 3,99 zu haben. Da habe ich gedacht, machen wir ein Upgrade. Ja? Habe ich jetzt schon, der landet wirklich jedes Jahr irgendwie im Player. Und jedes Jahr haben wir hier irgendwo die DVD. Ich habe auch gar keine Ahnung, wo der steht jetzt. Keine Ahnung, egal. Da habe ich nämlich noch diese komische Glasbox. Weiß es nicht. Da steht ja auch eins da drunter. Ich hab ihn. Habe ich noch. Egal. Da habe ich noch nämlich diese alte Veröffentlichung. Ja. Und endlich jetzt geupgradet. Pulp Fiction. So, dann hat meine Schwester, meine Freundin, wir haben ja hier so T-Online-Kram, Fernsehgucken, aufnehmen, alle können. Mich nicht, ja. Und da hat meine Schwester oder meine Freundin einen Film aufgenommen, aber in SD-Qualität, und ich fand ihn gut. Ja, also ich bin noch mal kein Fan von Musicals oder sonst irgendwas. Und dann haben wir den geguckt und ich fand den eigentlich ganz gut. Und habe ich gedacht, nee, den Film, den willst du noch mal sehen, aber in guter Qualität, ja. Und dann habe ich mir den nämlich geholt, und zwar The Greatest Showman, ja. Hier die 4K Ultra HD. Ist eigentlich ein Musical-Film, aber in erster Linie geht es hier um Hugh Jackman, der als kleiner Bub, als Schneiderbursche aufsteigen will und möchte halt einfach nur... Ja, er möchte für seine Familie eigentlich Geld machen, ja, also er möchte denen was bieten, tut sich dann aber in die Arbeit steigern, möchte immer weiter aufsteigen und vernachlässigt dann die Familie. Und das ist so der Punkt, ja, von der Story. Und dann gibt es noch dieser Zac Efron, keine Ahnung, wen der spielt, und der verliebt sich dann, der ist ein großer, angesehener Mann, ja, und er geht dann dort in den Zirkus, verliebt sich in die und muss sich dann halt entscheiden, möchte er seine Liebe haben oder das Ansehen, ja, das ist jetzt mal so grob, und zwischendrin immer Musical-Einlagen, ja, aber in neuer, in modern, ja, hat mir richtig gut gefallen, ja, würde ich jedem empfehlen, auch wenn man keine Musicals mag. Ja, dann habe ich mir ja das Mediabook zu I Spit on Your Grave Déjà Vu geholt. Habe ich auch ein Video gemacht dazu. Fand ich eigentlich in Ordnung, war gut, meiner Meinung nach. Und dann habe ich mich jetzt endlich mal, habe ich günstig gesehen, die anderen Teile I Spit on Your Grave 1 im Mediabook, Teil 2 im Mediabook und Teil 3 auch hier im Mediabook
habe ich mir alle drei jetzt zugelegt. Die waren, habe ich ganz recht günstig auf Filmundo geschossen. Und ja, bin jetzt froh, die auch in der Sammlung zu haben. Und auch da bekommt ihr noch ein extra Video. So, dann haben wir für 1 Euro auf eBay die 13 Geister. Auch der Film ist richtig gut. Und das war jetzt auch ein Upgrade von DVD auf Blu-ray. Dann habe ich mir geholt Phantomkommando. Ja, hier in der normalen Fassung, nicht im Director's Cut. Ich habe geguckt, brauche ich den Director's Cut? Und da habe ich mal bei schnittberichte.com geguckt. Nö, brauche ich nicht. Der reicht völlig. Auch ein sehr, sehr guter Schwarzenegger. So, dann haben wir hier, habe ich auch ein extra Video gemacht, ein Fuck the Mainstream. Und zwar Son of Man. Fand ich nicht gut. Dann auch hier, der ist sogar noch original eingeschweißt. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wollte ich mal wieder sehen mit Tom Hanks und Denzel Washington. Und zwar Philadelphia, ein Drama um einen AIDS-Kranken. Irgendwie sowas, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Habe da aber auch mal wieder Lust drauf gehabt. Dann hat sich meine Freundin noch was geholt und zwar Pressure, keine Ahnung, ja, das Leben ist kostbar. Hier geht es auch irgendwie um Vernachlässigung oder sonst was mit Mariah Carey, Lenny Kravitz, der Rest sagt mir gar nichts, ja. Ja, war auch nicht meine Art von Film. So, dann habe ich hier noch einen Schwarzenegger. Und zwar One Man Weapon, keiner kann ihn stoppen. Ja, dürften viele nicht kennen. Hier steht doch Franco Colombo, Arnold Schwarzenegger. Und wer spielt hier noch mit? Achtung, Lance Henriksen, Ken Kershaw, Bill Paxton, Elizabeth Caton, Paul Hogan und Van Quattro. Und das ist jetzt hier einmal die größte Schweinerei, ja, denn die spielen da alle nicht mit, ja. Da spielt kein Lance Henriksen, kein Bill Paxton, die spielen alle nicht mit. Arnold Schwarzenegger sieht man hier 2-3 Minuten im Höchstfall, ja. Und ansonsten ist das ein Film von Franco Colombo oder mit Franco Colombo. Ich glaube, es ist sogar von ihm auch. Hier hinten auch die Bilder. Ja? Man sieht nur Schwarzenegger, Schwarzenegger, Schwarzenegger hier. Er spielt da gar nicht mit. Es ist Franco Colombo ist im wahren Leben, so wie es aussieht, nämlich ein Freund von Schwarzenegger. Und der Schwarzenegger hat aus Freundschaft einfach mal in dem Film mitgespielt. Die sind dann in so einer Muckibude und dann trainieren die ein bisschen. Und sonst hat Schwarzenegger da nichts mit zu tun. Ja? Ist ein B-C-D-Movie, ist wirklich übelste Grütze, macht aber trotzdem Spaß. Und ich denke, wenn ihr euch den zulegt und mit ein paar Kumpels 3-4 Bier trinkt oder so, macht der eigentlich ein bisschen Spaß, ja. Wenn man sich darauf einstellt, dass er nicht so gut ist. So, dann haben wir hier, auch ich habe mir geholt, Rambo Last Blood. Ich habe hier bewusst kein Steelbook geholt, weil ich habe ja hier Teil 1, 2, 3 in diesem Schuber. Teil 4 habe ich auch in der normalen M-Ray. Und dann habe ich mir gedacht, das passt dann besser, wenn die alle schön nebeneinander stehen. Deshalb holst du hier auch nur die M-Ray. Habe ich aber persönlich noch nicht gesehen. Ich war nicht im Kino oder sonst wie. Und habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen. Ich will mir jetzt irgendwie mal Zeit nehmen, mal gucken, wann ich es schaffe. Und möchte mir dann mal alle 5 hintereinander anschauen. Auch wenn er nicht so, auch wenn viele sagen, oh, der war nicht so gut. Ich bin der Meinung, doch, weil was ist Rambo? Kopf aus,
Actiongeballer gar nicht drüber nachdenken. So, und jetzt zum Schluss. Meine Freundin will diese Box schon länger haben. Ich wollte diese Box schon länger haben. Und jetzt haben wir gesagt, komm, jetzt bestellen wir sie. Und zwar von Hühnern, Äpfeln und andere Delikatessen. Ja? Und das ist die schwarzen Komödien von Arte Jensen mit Mads Mikkelsen von 2001 bis 2015. So, holen wir sie mal raus. Hier, dieser Karton ist richtig fest, richtig dick. Ein sehr schöner Karton. So, und da haben wir vier Filme drin. Zwei habe ich gekannt, zwei noch nicht. Und zwar haben wir hier Flickering Lights, irgend so eine Gangster, also sind alles schwarze Komödien, ja, und das hier ist so irgend so Gangster, keine Ahnung, irgend so Gangsterfilm. Mir hat der nicht gefallen. Dann haben wir Man and Chicken. Der war eigentlich auch noch in Ordnung. War okay, ja. Ja, war okay. Kann man sich natürlich auch angucken. Und dann haben wir hier dänische Delikatessen. Eigil! Ja. Mega, ja. Eine sehr, sehr gute schwarze Komödie. Muss man gesehen haben. Und genau wie hier das Highlight Adams Äpfel. Ja, wer den auch noch nicht gesehen hat, anschauen, ja, holten euch, muss man gesehen haben. Und diese Box ist auch gar nicht teuer. Ich weiß zwar jetzt gar nicht aus dem Kopf, was die gekostet hat, aber so teuer war die nicht. Lohnt sich auf jeden Fall. Oder man holt sich nur Adams Äpfel und dänische Delikatessen. Das sind so meiner Meinung nach die Highlights hier drauf. Aber ja, ach. Jetzt, wo ich sehe, hier sind auch überall noch hier ein paar Postkarten drin, von jedem Film zwei Postkarten. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so seht, aber ich halte die Postkarten jetzt nicht alle extra hier rein, aber hupp, da sind in jedem Film zwei Postkarten mit drin. So, und das war es auch schon. Was wird demnächst kommen? Es wird ein kleines Geburtstagsupdate kommen. Ja, ich hatte Geburtstag und dann ist ein bisschen was eingetrudelt. Da werde ich auch auf jeden Fall ein Video machen. Ja, was seht ihr noch? Ghostbusters, I Spit on Your Grave. Und keine Ahnung, was habe ich vorbestellt? Ad Astra dürfte, glaube ich, noch kommen. Ansonsten keine Ahnung, was ihr diesen Monat noch so von mir seht, ja. Aber ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen was einfallen lassen. Und genau, wir machen Schluss. Okay, das war mein Update vom Januar 2020. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wäre schön, wenn ihr mich abonnieren würdet. Die Glocke drücken, damit ihr kein Video verpasst. Ja, und ja, dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut, euer Timo.